Das funktioniert. Oh, der lacht, er lacht. Er lacht. Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Pros und Prosin. Will ich hoffen, denn das würde heißen, ihr habt letztes Mal zugesehen bei mir und Dani hier Scribblenauts. Und was machen wir heute? Wir spielen ein bisschen die Story, ne? Würde ich sagen. So, nächstes Mal gibt's wieder eine Runde im Editor, da werden dann wieder ein paar Vorschläge von euch gebastelt. Jo. Wir haben schon wieder was bekommen, ja. Aber wir warten noch ein bisschen ab, dass da noch mehr Vorschläge. Ich flieg noch ein bisschen mit Pinky durch die Gegend. Wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen, das nächste. Nee, hatten wir das andere Level schon fertig? Gucken wir auf der Weltkarte. Wo wir das letztes ist die Stadt. Mal, das Steiner waren wir. War Steiner. Das Steiner? Steiner. Haben wir da alle? Gucken wir mal. 7 von 9 Splittern, aber die Sterne haben wir also. Ja, Splitter kann man immer noch einsammeln. Dann nimm eine Mu und raus bist du, nimm irgendeinen. Hüfenhöhen? Ja. Gehen wir in die Hüfenhöhen? Ja, gehen wir mal hin. Mit dem Drachen. Mit Pinky, dem lila Drachen. So, mal sehen, was haben wir für Aufgaben? Ja. Was ist das denn für ein Zwerg da? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir gleich Gefahr. Oh, der Drache kommt wirklich mit. Aber dann erschrecken sich ja die Leute. Nimm den mal weg. Nein! Nein, Fuh. Tut mir leid, Pinky. Er hat schon Vogel. Wir fangen bei der Omi an. Ja, mal gucken, was sie um. Hilf mir, mit den Vögeln Freundschaft zu schließen. Ja, siehst du wohl. Ich muss direkt das. Es ist kein Vogel mehr da. Hat er die alle gegessen? Er hat den Vogel gefressen, der für die Mission da war. Ja, witzig. Ach so! Ja. Gib dir mal Vogelfutter. Das fand ich lustig. Ja, sehr. Hilf mir, mit den Vögeln Freundschaft zu schließen. Vogelfutter. Ja. Vogelfutter. Oh, ich bin noch ganz benommen. Vogelfeger, Vogelbauer, Vogelkundler, Wetter. Hä? Kein Vogelfutter? Vogelbeere. Vogelbeere sind giftig, ne? Komm, du hast eine Vogelbeere. Ich glaube, da passiert nichts. Nee. Was kann man? Reis. Dann explodieren die alle. Reis mit zwei S. Mit zwei S, ja. Erst Reis. Das funktioniert. Jetzt zu den Vögeln gegangen. Oh ja, die Hühner, die fliegen auch. Super. Oh. Ist wirklich ein Platz, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ich wusste das. Du kannst das hätscheln. Ja. Und dann gibt es da einmal ein Ei. Das ist jetzt mein Ei. Ich bin der Dicke mit dem Ei. Warte mal. Du hast sie mit dem Mann. Und dafür habe ich einen Star Ride bekommen. Nein. Doch. Das ist kein Star Ride. Aber irgendwas habe ich bekommen. Das weiß stand da doch gerade. Nein, doch, das ist Mann. Voll fies. Das ist voll gemein. Ist hier unten noch was zu tun? Ja, klar. Da. Wirst du unseren Ball zurückholen? Tritt nicht auf den Rasen des alten Mannes. Ja, dann. Ach, kann ich nicht. Da darfst du nicht rauf. Der alte Mann soll es auch kicken. Geht in Minecraft auch. Geht's hier ja auch, ne? Aufsammeln. Guck dir an. Ja, ich würde mal sagen, der alte Mann ist da weg, ne? Ja, warte. Lass den mal bitte los. Ja, Mann, warte. Der tut mir voll leid. Geben? Nein, jetzt hat er die Angel. Ja, aber der steht jetzt da. Also. Ich. Kannst du jetzt eigentlich den Ball aufsammeln oder nicht? Entfernen. Ne, du sollst die Angel, du sollst den alten Herrn nehmen. Aufsammeln. Ja. Nein, ich soll ja trotzdem nicht auf den Rasen treten. Aufsammeln. Ah. Aha. Mit dem Haken in der Hand. Noch an der Hand. Ja, ja. Ja, komm. Flieg mal los, nimm den mit. Achso, dann ist sie wieder frei. Aufsammeln. Okay, einmal noch. Weil es so lustig war.
Nimm das Huhn doch mit. Ey, soll ich das Huhn mitnehmen? Ich nehme den alten Mann mit. Oh Mann, der. Okay. Die haben Angst vor dem und sind wütend. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich ihn doch lieber hier wieder hinsetzen. Wenn ich nochmal benutzen mache, ja, dann geht er los. Der hat auch kein Leben mehr, ne? Nee. Da gibt's auch noch einen Starwald. Ja? Mhm. Da ist ein. Ach so, da ist es ein. Komm näher, um mich zu starten. Ah, ja. Baby. Ja, warte mal. Hilf dem Freund bei seiner wichtigen Verabredung. Oh. Ja, du musst Amor spielen. Ja. Oh, du hast sogar Flügel. Der Junge trifft sich mit seiner Freundin zu einer speziellen Verabredung. Hilf ihm, dass alles glatt läuft. Speziell. Verhilf ihm zu einem vorzeigbaren Äußeren. Okay. Schmink ihn. Make-up. Make-up? Gibt's nicht. Schminke. Make-up, Schminke. Ach, zusammengeschminkt. Funktioniert's? Nee. Gib ihm einen Anzug. Doch. Mach einen auf Barney Stinson. Genau. Feierlicher Herrenanzug. Anzugklamotten. Nee, Anzug. Hallo, zieh das an. Ich soll das anziehen? Nein. Nein. Das ist auch voll der komische Anzug. Fesche Klamotten. Karotte. Fesche Karotte oder was? Fesche Klostein. Fescher Klostein. Mach mal, feucht. Feuchte. Feuchter Klostein. Bitteschön. Hä? Was? Hä? Warum steht er denn auf einmal ein Friseur? Habe ich den gebaut? Oh, das ist geil. Er sieht ziemlich gut aus, aber der Junge kann sich ohne Gefährt nicht blicken lassen. Womit könnte er sie abholen? Im Roller. Mit einem Tretroller. Traktor. Mit einem Traktor. Mann, ja. Geil. Freut sie sich? Ich weiß keine Blumen. Gib mir Pralinen. Ja, soll ich Pralinen machen? Wie wär's mit einem Diamantring? Oh ja, das hatten wir ja noch. Das hatten wir irgendwo schon. Einen großen Diamantring. Ja, einen großen. Aha. Aha, sagt er. Oh ja, sie liebt ihn. Und sie fährt mit dem Traktor weg. Sie fährt mit dem Traktor weg und er hinterher. Okay. Läuft bei den beiden. Es scheint gut zu laufen. Sorge nun für die richtige Stimmung. Erschaffe etwas, um das Abendessen romantischer zu machen. Ja, komm. Kerzen. Kerzenschein. Kerzen? Kerze. Stell einfach auf den Tisch, auf den Spaghetti. Oh ja. Geiger. Geh mal auf den Typen. Vielleicht was da steht, wenn. Na, die gehen jetzt in den Liebestunnel. Zu Burger King. Oh. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Ich trinke auf euch. Aber nur Kaffee. Oh. Sie hat ja zu seinem Antrag gesagt. Das ging ja schnell. Wen brauchen Sie bei der Hochzeit? Pfarrer. Oh. Pastor. Pfarrer. Der Pate. Wie wär's denn gleich mit dem Papst? Dem Patenmann. Nee, geht nicht. Pasta, Palme. Ein Palast. Die Pampe brauchen sie. Nicht? Oh, Menno. Hm. Dann halt ein Pfarrer. Papst. Okay. Mann, ging das flott. Oh, ein Starride. Die haben sie ja noch nicht mal richtig kennengelernt. Ich will den haben. Ich muss da hin. Ach, jetzt kann ich auch fliegen. Aufsammeln. Yay! Wir haben noch einige Starrides zusammen. Hm. So, was machen wir als nächstes? Weiß ich noch nicht so genau. Da, der Kleine, der ist verärgert. Aber über der den. Ist keine Ahnung. Ich muss zur Schule, aber ich fürchte, das will mir wehtun. Der Kleine? Dir? Bitte? Bei Cody würde ich das verstehen, aber nicht bei den Kleinen.
Karatebuch. Karamell. Karambole. Karateanzug. Nein, warum kann ich die da nicht anziehen? Die anziehen lassen. Na gut. Du hast immer noch die Angel in der Hand. Ich weiß. So. Ich kann ihm die auch mal geben. Passiert was? Nö. Stehlen. Karate geht nicht. Kardiale Trainer. Trainer. Zuwärter. Ein kardialer Trainer. Nicht? Geht auch nicht. Ab in den Müll mit dir. Sollen wir mal rabiat sein? Baseballschläger. Das funktioniert. Ist oh, ist das mies. Der lacht, er lacht. Er lacht. Sich um Dutsch kümmern. Okay, das ist heftig. Aber Hauptsache, es nee, ist zur Schule gekommen, ne? Wir sind noch nicht fertig. Jetzt ist das Haus verfügbar. Das Gras ist zu hoch. Rasenmäher. Rasen, wie nennt man diese Traktoren? Kettensäge. Greif das Gras an. Normal, gib ihm. Hübscher Rasen. Ja. Sehr schön. Ich habe jetzt schon wieder die Uhr nicht eingestellt, Kenzi. Oh, Maddie. Ach ja, also, da gibt's oh, auch das Mädel. Komm näher, um mich zu starten. Hilft dabei, den Stadtteil zu verschönern. Weg mit dem Alten. Weg mit dem Alten? Sagt er. Du solltest als erstes abreisen, da würde ich Wrecking Ball nehmen. Wollte ich dran. I came in like a wrecking ball. Ja, super. Hat geklappt. Bei dir. Einfach Miley oben Cyrus drauf. Hat uns geholfen. Ja. Ein Schaffeiner Ort. Burger King! Burger King! Ja, weiß ich nicht. Geht wohl nicht. Schade. Imbiss. Ein Imbiss, ja. Imbissladen. Aha. Aha. Ja, direkt neben der Schule. Sehr schön. Ja, super. Wir haben die Kinder alle fett. Ja. Läuft. Hä? Hä? Wie willst du das denn machen? Das weiß ich nicht. Flyer. Ja, stimmt. Haha, cool. Wie heißt die nochmal? Windige ja, Windhosen-Kollegen. Ja, das gab's doch bei Family Guy. Family Guy, ne? Da gab's immer diese Werbung. Die windigen Typ, Windhosen. Der total flippig war. Ja, genau. Noch ein Star Ride. Yeah. Weg mit dem Alten. Gute Arbeit. Neues Level freigeschaltet. Geh zu Lilly. Wollen wir nicht erstmal weiter fertig machen? Weiter. Sind wir mit dem Level noch... Da ist ein darf ich das sagen? Ein was? Ein Inder. Ein Inder? Ein Inder. Ein Inder. Wie heißt der noch aus Big Bang Theory? Raj. Raj, eine Raj. Diese Pizza wird kalt, wenn ich sie zu Fuß liefere. Gib ihn Motorrad. Nee, gib ihn Panzer. Gib ihn Panzer. Fahrzeug, bitte. Ja, Knete. Ah, sagt er. Frische Lieferung mit dem Panzer. Panzer. Stell dir mal vor, unser Pizzamann kommt nachher mit dem Panzer angefahren. Was ist die denn? Oh, die ist ja niedlich. Probier mal meine neue magischen Filmleckerbissen. Verbraucht. Oh, ich bin eine Banane. Du bist, was du isst. Du bist, was du isst. Ich will ein Burger sein. Oh, ein Burger. Yay. Ich bin ein Burger. Mit einer Kettensäge. Ein böser Burger. Oh, die sind verliebt. Ja, sind sie das? Meine 3D-Brille lässt jeden auf dem Bildschirm dreidimensional aussehen. Unerschrockener, nee, doch, unerschrockener Flux heißt das. Juckt die Nase. Ja, was mache ich denn da auf dem Bildschirm? Erstmal vielleicht mit einer Spraydose was dahin malen.
Ich verstehe jetzt nicht, was du möchtest. Ach, guck mal, da ist eine Kettensäge im Bildschirm. Kann ich nicht benutzen? Ich verstehe die Aufgabe jetzt gerade nicht. Ich auch nicht. Was, was will sie denn? Ich wünschte, jemand gäbe mir etwas Romantisches wie in einem Film. Diamantring. Ja. Wir aber einen kleinen diesmal. Wir sind so einfallsreich. Oh ja. Liebesgouverneur. Cool. Und was soll das jetzt werden? Weiß ich nicht. Hier, da wurde die Brille abgenommen und auf einmal steht der auf sie, oder was? Ja. Vielleicht muss ich auch noch meine Brille abnehmen. Und alle stehen auf mich. Was gebe ich ihm denn jetzt machen? Mal? Weiß ich nicht. Nee, dem die 3D-Brille, eine normale Brille geben. Pff, warum sollte 3D-Brille ich? 3D-Brille klauen. Swag. Entfernen. Läuft bei dem. Hä? Warum? Was? Mama, mach mal ein T-Rex auf dem Bildschirm. Ich pack da. Und Pinky. Mach mal Pinky hin. Auf dem Bildschirm. Oh ja, hat geklappt. Super. In 3D. Jetzt in 3D. Pinky gibt's jetzt in 3D. Ich kann auch als Flux spielen jetzt. Ey, ja. Ich spiel mal als mein Flux. Mein 42 Kinder, ne? Wie kann ich denn. Ah, da muss ich aus dem Spiel raus. Machen wir nächstes Mal. Ah ja, wir sind schon ganz schön lange wieder dabei, ne? Ja, aber erstmal einen machen wir noch, ne? Da oben ist noch ein Ratsch. Noch ein Ratsch. Das ist kein Ratsch. Das glaube ich. Warte mal. Wie kommen wir da hin? Ich muss mir selbst Notizblock verwenden. Fliegen, schweben. Fliegend. Fliegend? Fliegende. Miau. Hallöchen. Hilf mir, ein besserer Basketballspieler zu werden. Kannst du ihn größer werden lassen? Dünger? Dünger? Dünger. Dünger? Mit Dünger? Versuch's mal. Es Dünger. Nö. Esst mehr Dünger, Kinder, damit ihr groß Spinat, und stark seid. Spinat, Mann, Spinat. Groß okay, und stark. Ja, warte, entfernen wir das mal. Nein. Spinat. Soll ja angeblich Eisen enthalten. Spinatblatt, ein Buntspinat. Bringt nicht? Naja, wenn. Gieß ihn einfach. Ich glaube auch nicht. Ja, soll ich ihn gießen? Keine Ahnung. Ich glaube sowieso nicht, dass das Spiel pädagogisch wertvoll ist, wenn man einem Jungen einen Baseballschläger geben soll. Ach, vor allen Dingen, weil die damit er zur Schule kommt, weil ein anderer ihm im Weg ist. Hallo, letztes Mal hatten Kannibale einen Videospieler gefressen. Ja, ich weiß. Ja, das zum Thema pädagogisch wertvoll. Total. Okay, ich brauche eine Gießkanne. Gießkanne hast du super geschrieben. Wird immer noch mit der Set geschrieben. Wo sind wir denn hier? Kipp ihn ein. Benutzen. Hat geholfen? Nee, der ist nur nass. Nass und hat einen Spinat dabei. Und eine Spraydose jetzt. Warum hat er eine Spraydose? Wo hast du die denn jetzt schon her? Weiß ich nicht. Pack mal ein bisschen was im Müll. Pack mal weg. Und die Gießkanne auch. Vielleicht sollten wir ihm einfach mal einen Basketball geben, damit er überhaupt spielen kann. Basketballkorb. Aha. Ja, hat geholfen. Ja, da kommt schon. Ich bin Money-Haters, ne? Ja, genau. Talentscout. Was hat er da in der Hand? Ein Spinat? Nee. Was ist das? Spinat hatten wir eben selber. Perücke? Warte mal, entfernen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Pompon. Ein Pompon. Ein Pompon. Das haben da die Chili da. Ja, stimmt. Gib ihm sein Pompon wieder. Was will sie denn? Ich muss diesem Hund einen Trick beibringen. Ich weiß was. Hundepfeife. Nimm lieber die Hundepfeife. Ja. Vor allen Dingen, sie macht einfach so und er sitzt. Wenn das wirklich so gehen würde. Oh, wir haben alle gesammelt. Haben Level vollständig. High five. Hoffentlich war das nicht so laut. Bam. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufnahme schon läuft, aber ich glaube lang genug.
Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Dann sind wir wieder im Editor, nicht? Ja. 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 Du magst den Editor nicht so gern, oder? Ich finde das Spiel lustiger, ja. Das den Spiel Edit, an sich lustiger, den ja. Den Editor. Okay. Ich, aber komm, weißt, Pinky war geil. Du weißt, ich bin nicht so dieser Bauexperte aller Little Big Planet. Nee, du spielst ja auch kein Minecraft. Nee, nee. Stimmt, aber ich find's witzig. Und vor allen Dingen mit euren Vorschlägen. Schickt mir noch mehr Vorschläge und ich mach alles. Alles. Haha, da bekommst du bestimmt die geilsten Vorschläge ever. Ich warte nur darauf, dass ihr richtig, richtig fiese Sachen an ihn schickt. Na, nichts Fieses. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.